Hallo, du willst Geld an der Börse verdienen? Ja, dann musst du dich ganz hinten an der Schlange anstellen. Und die Schlange ist nicht so groß, sondern riesig. Ja, es gibt so viele Leute, die an der Börse Geld verdienen wollen. Hast du eben Angst gehabt, wo ich die Schlange zu dir geworfen habe? Sie hängt jetzt hier an der Kamera einfach so runter. Ja, ich hätte Angst gehabt, wenn das eine echte Schlange gewesen wäre. Und ja, vielleicht hattest du kurz Angst. Und ich möchte dir jetzt, bevor wir hier zum ersten Teil dieses Videos rübergehen, denn ich werde dir hier auch sehr viel professionelles, erprobtes Wissen an die Hand geben, wie du es schaffst, eben ab sofort erfolgreicher an der Börse zu sein, wie du es schaffst, die 12 größten Fehler an der Börse zu vermeiden. Doch davor, wie gesagt, möchte ich dir etwas über Angst erzählen. Was ist eigentlich Angst? Ja, Angst ist uns angeboren seit Jahrtausenden. Angst hat eigentlich die Aufgabe, uns davor zu schützen. Ja, uns vor Gefahren zu schützen, wenn irgendwo ein gefährliches Tier ist, dass wir da weggehen. Doch Angst ist mittlerweile nicht mehr das, was es früher war. Ja? Früher hatte man nur Angst von den stärkeren, von den physischen Ängsten. Mittlerweile gibt es ja Krankheiten, die sich mit Angst beschäftigen. Ja, Angstkrankheiten, psychische Krankheiten. Und diese Angst ist nicht mehr physisch, weil unsere Welt, wenn ich so rausschaue, die ist gar nicht mehr so gefährlich. Ja? Und die Angst wird dann jetzt nicht mehr physisch, sondern psychisch. Und die psychische Angst hindert uns am Erfolg. Und damit ich dir das noch besser zeige, werde ich dir meinen Lieblingschart hier aufmalen. Ja, das ist Erfolg, da möchtest du hin. Und hier unten ist die Zeit. Und ja, wie gesagt, die Angst, was macht die Angst? Ja, die Angst macht Folgendes. Du startest, egal welchen Bereich, dann lernst du erstmal immer sehr viel. Ob es Börse ist, ob es eine neue Sportart ist, du lernst am Anfang immer sehr schnell. Und dann kommt so eine blöde Phase, wo es gar nicht mehr weiter geht. Ja? Und die Angst sagt hier, oh Scheiße, ich bin dabei zu versagen und bevor ich versage, gebe ich lieber auf. Ja? Bevor ich jetzt hier irgendwie was Schlimmes passiert, bevor ich mir einen Fehler zugeben muss, dann sage ich hier, okay, Schluss. Und dann sieht die Erfolgskurve nämlich so aus. Denn Wissen, das geht weg mit der Zeit. Ja? Das heißt, wenn du etwas gelernt hast, dann kamst du in diese Seitwärtsphase, da hast du nichts gelernt und hast Angst gehabt, hast nicht weitergemacht und dann sieht die Lehrkurve so aus. Meine Aufgabe als Trading Coach ist folgendes. Ja? Wenn du hier kommst, brauchst du Hilfe. Und diese Hilfe bekommst du am besten natürlich von jemandem, der schon mal hier war und der hier vielleicht nicht nur so kurz war, sondern der hier so richtig gekratzt hat und versucht hat, hier auszubrechen und es tatsächlich geschafft hat, ob mit oder ohne Hilfe. Ich habe es beides. Ja? Also ich habe Phasen gehabt, ich habe Widerstände gehabt, die ich mit der Hilfe von meinem Mentor durchbrochen habe und ich habe auch wiederum Widerstände gehabt, die ich nur selber überwinden konnte, weil es da sehr viel tiefer ging. Und diese alle Widerstände, die habe ich mir natürlich gemerkt und die habe ich auch immer noch. Ja, also die Weiterentwicklung eines Profi-Traders hört nie auf. Das wirst du auch merken, wenn du dich mit der Börse schon beschäftigst. Also hier kommt der nächste Widerstand und wenn du hier keine Hilfe hast, dann sieht es wieder so aus. Ja, dann versuchst du hier irgendwie rauszubrechen und ja, wenn du hier Angst hast, dann passiert wieder das hier. Ja, dann ist wieder alles weg, du gibst auf und wenn du aufgibst, ist vorbei. Ja, das ist, du hast erst dann Misserfolg, wenn du wirklich aufgibst. Ja? Dann sieht die Lernkurve so aus. So, aber wenn du hier auch vielleicht auch noch jemand hast oder dich selber coachen kannst, selber ganz ehrlich zu dir sein kannst und dann das nächste hoch schaffst, ja? Dann kommt natürlich der nächste Widerstand. Und umso mehr Widerstände du durchbrichst, umso mehr Hilfe du von der Seite bekommst, ob von mir oder von einem anderen Trading Coach, umso schneller und einfacher durchbrichst du diese Widerstände, ja? Dann ist es nur noch so eine Bewegung. Dann haben wir hier vielleicht nur so eine Bewegung, ja? Das heißt, auch ein Profi-Trader hat seine Widerstände und auch die muss er durchbrechen, ja? An der Börse, die eigene Performance, meine eigene Performance sieht auch nicht nur so aus. Ja, das ist die Wunschvorstellung, aber so sieht es nie aus. In den meisten Fällen sieht es so aus, so wie hier unten die Lernkurve. Ja, und
Ja, ein Profi-Trader weiß, dass die Widerstände kommen und er ist schon bereit, den nächsten Widerstand zu durchbrechen. Denn egal wo wir sind, egal wie gut wir in etwa sind, Widerstände kommen immer. Egal. Ja, da sehen wir beim Sport, ob es Tiger Woods ist, ob es jetzt David Beckham ist, Ronaldo, Messi, spielt keine Rolle. Die haben alle ihre Probleme und die müssen alle dadurch, die müssen alle zum nächsten hoch. Ja? Und ja, wie gesagt, die Entscheidung liegt bei dir, wie du die durchbrichst. Ich kann dir nur sagen, dass die Angst hier absolut das Falsche an der Stelle ist. Und die physische Angst, die kannst du ganz einfach vermeiden, indem du weggehst, indem du von der Schlange einfach weggehst. Ja, ganz langsam, keine hektischen Bewegungen. Ja, indem du dich vielleicht gar nicht in so ein Gebiet hineinbegibst, wo viele Schlangen sind. Aber wie kommst du mit dieser psychischen Angst klar? Ja, das ist dann schon eine viel tiefgreifendere Frage. Und ich beschäftige mich schon seit fast 7 Jahren mit meinem Trading und auch damit, klar, immer besser zu werden, aber auch andere Trader immer besser zu unterstützen, immer weiter voranzubringen, denen immer weiter zu helfen, das nächste Hoch zu erreichen. Und wir beide, wir machen jetzt unser Weg, indem ich dir jetzt auf meinen Bildschirm zeige, wie du die 12 größten Fehler an der Börse vermeidest. Ich habe dir eine kleine Präsentation vorbereitet und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an, damit du eben nicht mit der Angst zu kämpfen hast, mit der psychischen Angst, sondern einfach weggehen kannst. Du kannst dann automatisch weggehen und dich gar nicht da hineinbegeben, wo die ganzen Schlangen sind, ja? Sondern du nimmst einfach die Umleitung und oder auch die Schnellstraße. Ja? Du nimmst nicht diesen Weg hier, sondern du nimmst diese Erholung hier, ja? die nicht so, so extrem verläuft, wo die Gefahr groß ist, dass die Angst dich packt und du sagst, Scheiße, Börse will ich nicht mehr weg. Ja? Also jetzt an meinem Bildschirm und dann schauen wir uns die 12 größten Fehler an. Ich freue mich schon drauf. So, herzlich willkommen zu meiner Bildschirmpräsentation, wo ich dir die 12 Fehler vorstellen werde, die du vermeiden solltest. Aber erstmal, bevor du sie vermeiden kannst, musst du sie natürlich entdecken, du musst sie analysieren und erst dann vermeiden. Und wenn du es schaffst, von den Fehlern wegzugehen, dann können wir Richtung Geld verdienen schauen, ja, und mal gucken, was wir da machen müssen, um Geld an der Börse zu verdienen, denn darum geht es, du willst Geld an der Börse zu verdienen. Super, bevor wir allerdings auf die Fehler einsteigen und ich dir da auch ganz genau erkläre, wie du sie auch zu vermeiden hast und wie du an diesem Wissen ziemlich schnell rankommst und das vor allem auch schnell für dich anwenden kannst, ohne irgendwelche großartige Mühe, denn ich werde dir das auf einem Silbertablett präsentieren, sodass du das nur häppchenweise annimmst und in deinen Kopf an der richtigen Stelle reinpacken kannst. Und das absolut kostenlos, weil ich sehr gerne mein Wissen mit dir teilen würde. Also, gehen wir weiter vor. Erstmal werde ich dir ein bisschen zu meinem Werdegang erzählen und wie ich überhaupt dahin gekommen bin. Da kannst du die Fehler viel besser nachvollziehen und auch viel besser daraus lernen. Du kannst aus anderen Menschen, aus anderen Geschichten viel besser lernen, als wenn ich dir einfach irgendwelche trockenen Fakten vorstelle. Das alles, wovon ich hier spreche, das ist praxiserprobt. Das heißt, das habe ich alles am eigenen Leib kennengelernt und musste damit lernen, umzugehen. Und vielleicht weißt du das schon, vielleicht kennst du auch schon Teile meiner Geschichte. Ich war ein erfolgreicher Autohändler. Mit 18 habe ich angefangen, mit Autos zu handeln. Das war meine Leidenschaft und ich habe wirklich eins nach dem anderen gekauft, erstmal selber gefahren damit, hier und da ein bisschen fit gemacht, ein bisschen repariert und natürlich auch teurer verkauft mit 27 habe ich schon ein Riesenunternehmen aufgebaut. Ich hatte dann so 150 bis 200 Autos auf dem Hof in Berlin, in Charlottenburg und mein Erfolg war einfach nur da. Ja? Da die Motivation war da, ich war übermutig, ich war motiviert, ich habe immer weitergemacht, immer härter gearbeitet. Mein Ego war natürlich riesengroß, ja? Das war größer als das Bürohaus, wo ich mich gerade befinde. Und also ich war einfach nicht aufzuhalten. Doch irgendwann, ja, wo ich die ganzen materiellen Ziele erreicht habe, dann habe ich diese Leerheit gefühlt. Ich habe mich leer gefühlt und vor allem habe ich mich dann versklavt gefühlt. Und das ist wirklich schwer zu erklären, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Aber was waren die Gründe dafür? Wieso habe ich mich so gefühlt? Denn ich hatte ja das, was ich wollte. Ich hatte ja das ganze Geld, was ich verdienen wollte
und ich habe immer mehr verdient. Aber was war da das Problem? Ja, das Problem war, dass Geld nicht immer Reichtum bedeutet. Ja, Reichtum ist für mich etwas mehr. Reichtum hat etwas auch mit der inneren Welt zu tun, dass du innerlich auch reich bist. Mein Leben bestand aus Arbeitszeit, aus Kosten, aus Mitarbeiter, aus Probleme beseitigen und aus Kunden beschaffen. Ja? Das, was du jetzt auf der Präsentation siehst, das war mein Leben. Und ja, wie du dir vorstellen kannst, habe ich mich auch über das Geld definiert. Und das war auch meine einzige Anerkennung. Das heißt, es war nicht viel mit Freunden, mit Ausgehen, mit einfach soziale Kontakte pflegen, mit Urlaub machen und so weiter und so fort. Von der persönlichen Weiterentwicklung kaum zu sprechen. Für mich war nur wichtig, persönliche Weiterentwicklung ist gleich viel Kohle auf dem Konto. Das ist persönliche Weiterentwicklung. So, das war ich mit 18, 19, 20, bis zu 26 hat das gedauert. Nur da habe ich dann schon langsam angefangen, mir Gedanken zu machen und einen Neustart anzuvisieren, denn ich wusste, okay, jetzt hast du viel Geld, aber was machst du? Du hast keine Freunde, du hast überhaupt mit der Familie verbringst du eben wenig Zeit. Was machst du? Du arbeitest von früh bis spät. Wie lange willst du das machen? Und dann kam mir natürlich der Gedanke, okay, du brauchst einen Neustart. Und dieser Neustart natürlich habe ich mir an die Börse erträumt, indem ich einfach einen Abend ganz müde von der Arbeit nach Hause kam. Ich war wirklich total platt. Ich kam immer so gegen 12 Uhr nach Hause oder 1 Uhr, ja, immer etwas später zur Arbeit, aber auch bis ganz spät gearbeitet. Dann lag ich da auf der Couch und habe so die Fernsehkanäle durchgeblättert. Kamin war an, ja, also sehr, sehr entspannt und war fast am Einschlafen, bis bei RTL eine Reportage kam mit Giovanni Ciccivelli, vielleicht kennst du ihn auch, ist ein Daytrader, er handelt mit Aktien und da war ich hellwach. Wow, was? Also ich war ja schon auf der Suche nach etwas Neuem, nach einer neuen Herausforderung, denn die Autos waren dann keine Herausforderung mehr für mich, das war einfach nur hier machen und da machen und dafür Geld bekommen, ja, aber so die richtige Herausforderung, die Anerkennung, das war einfach weg. Und ich konnte diesen physischen Reichtum auch nicht teilen. Meine Familie mal hin und wieder einen auszugeben oder mal hier und da einen Freund was auszugeben, ja, das ist einfach nicht genug. Und wie gesagt, von Freunden war kaum zu sprechen. Also das waren eher die Mitarbeiter, von denen ich jetzt hier spreche. Ja? Und diese Reportage mit Giovanni Ciccivelli hat mein Leben verändert. Ich hatte eben das Geld, wollte allerdings auch noch mehr Geld haben. Ist ja ganz klar, wenn du Geld hast, dann willst du mehr davon. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, vielleicht nicht. Aber das Gefühl hatte ich, ich wollte einfach mehr. Aber ich wollte jetzt schlauer sein. Ich wollte nicht nur mehr Geld haben, ich wollte jetzt auch mehr Freiheit haben. Ich wollte jetzt auch mehr Lifestyle haben. Und ich war einfach von dieser Branche, von der Börse, war ich total gefesselt. Da war für mich klar, Coco, du wirst Daytrader. Ja, ganz klare Entscheidung an diesem Abend. Coco, du wirst Daytrader. Allerdings musste ich später lernen, dass das Ganze nicht so einfach ist, wie es am Anfang aussieht. Ja, denn der Markt verzeiht wirklich keinem. Und so übermutig, gierig, naiv und unwissend, wie ich war, musste ich ziemlich schnell kennenlernen, dass ohne dieses Profi-Wissen, ich total aufgeschmissen bin. Ja, vielleicht kennst du diesen Satz von mir, ohne Profi-Wissen zu traden, ist wie ohne Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen. Ja, das ist das Gleiche wie Tod. Ja, wenn du ohne Profi-Wissen an die Börse gehst, dann bedeutet das der Tod für dein Trading-Konto. Und genau davor werde ich dich jetzt hier in diesem Video bewahren, beziehungsweise das schaffen wir gemeinsam. Und die Bestrafung, die kam kurze Zeit später. Und diesen Schmerz, den ich damals empfunden habe, den werde ich niemals vergessen. Dieser Schmerz, wo ich die ersten 100.000 Euro verloren habe, ich musste sogar nachzahlen, den werde ich nie vergessen. Da habe ich mich wirklich wie ein Versager gefühlt. Ich habe die Angst wieder gespürt, nicht gut genug zu sein, es nicht zu schaffen. Ich habe mich total leer gefühlt, denn das alles, was ich hatte, worüber ich mich definiert habe, nämlich Geld, das war nicht mehr da. Ja, denn ich meine, ich hatte immer noch Geld, aber
auf einmal kam ein Bereich, okay, da konnte ich kein Geld mehr da verdienen und ich habe es mir viel einfacher vorgestellt. Ich habe mir gesagt, hey, was da dieser Giovanni kann, das kannst du schon lange. Guck mal, Autohandel ist viel schwieriger. Ja klar, ist Autohandel viel schwieriger vielleicht für Giovanni, weil er Autohandel nicht kennt. Aber für mich war Börse viel schwieriger, weil ich die Börse einfach nicht kannte und ich nicht wusste, was du da für mentale Einstellungen überhaupt dazu brauchst. Und die erste Lektion, die mich wirklich diese 115.000 Euro gekostet hat, denn 15.000 musste ich sogar danach noch an meinem Broker nachzahlen, diese erste Lektion für mich hieß, Junge, du brauchst eine Ausbildung, ja? Du brauchst eine fundierte, eine gut aufgebaute, strukturierte Ausbildung. Du brauchst Profiwissen, du brauchst technische Analyse, du brauchst Risikomanagement, Money Management, du brauchst Trading-Strategien. All das brauchst du. Ja, du brauchst jemanden, der schon da ist, wo du hin willst, der jeden Tag sein Geld verdient, der diesen Lifestyle hat, den du haben willst, der dann auch noch bereit ist, sein Wissen zu geben. Und das kam mir damals ziemlich unmöglich vor, denn ich konnte mir damals nicht vorstellen, mein Wissen vom Autohandel weiterzugeben. Wieso sollte ich das tun? Wieso sollte ich andere damit reich machen? Das ist mein Wissen, das behalte ich. Ja? Das war meine Denkweise. Doch mit der Zeit hat sich natürlich auch meine Denkweise verändert. Und wie du jetzt merkst, jetzt gebe ich doch mein Wissen weiter, nämlich mein Wissen über die Börse. Denn ich habe erfahren, dass genau das die Anerkennung ist, ja? Dieses Wissen zu teilen, andere daran teilhaben zu lassen. Das ist das, was mir im Moment die Anerkennung gibt und nicht die Börse. Denn die Börse gibt dir heute einen Gewinn und morgen nimmt sie dir das wieder weg. Und da musst du wirklich diesen Tunnelblick, diesen Fokus behalten und dich da immer wieder diszipliniert in den Griff haben, damit du eben auch keine großen Fehler machst und das Geld wieder verlierst, sondern damit du auf die lange Sicht einen Vorteil für dich hast, nämlich weniger verlierst, als du verdienst. Und das immer wieder, es geht immer darum, erstmal das Geld zu behalten, was man hat, also ganz wenig und klein zu verlieren und dann aber ganz viel zu gewinnen. Und da war dann natürlich auch klar, neben der Ausbildung brauche ich auch noch Persönlichkeitsentwicklung, denn als Persönlichkeit war ich zwar fähig, Geld zu verdienen im Autohandel und das wirklich nicht gerade wenig, aber das war es auch schon. Irgendwas von Disziplin, von Geduld, von Zuversicht, von Weitsicht. Okay, Ehrgeiz war auf jeden Fall da und Mut, aber alles andere hat einfach gefehlt und nur mit Ehrgeiz und mit Mut kommt man eben nicht weit. Du brauchst wirklich die Kombination aus allem. Das muss alles ein Kreis bilden, das muss alles eins werden. Ja? Das funktioniert nicht, wenn du sagst, ah, ich bin mutig und dann willst du weitermachen. Was wird da passieren mit der Mut? So war es bei mir. Ja, dann wirst du wahrscheinlich viel zu aggressiv handeln und alles verlieren. Und das wollen wir ja nicht. Dafür bist du jetzt hier, dafür arbeiten wir jetzt gemeinsam. Ja? Also Persönlichkeitsentwicklung, extrem, extrem wichtig. Und da war mir klar, okay, du brauchst definitiv Hilfe. Du schaffst es nicht alleine. Ja? Denn alleine habe ich es versucht, das war teuer. Und ja, wo finde ich nur die Hilfe? Wo finde ich einen Mentor? Ich habe alles versucht. Ja. Ich habe im Internet, Google, YouTube, ich habe einfach überall gesucht und damals war es nicht ganz so einfach wie heute. Also heute hat man eher ein anderes Problem, dass man heute zu viele Mentoren findet und damals gab es nur zwei. Das war Birger Schäfermeier und Giovanni Civelli. An Giovanni Civelli bin ich irgendwie nicht rangekommen und über eine Broker-Empfehlung bin ich zu Birger Schäfermeier gegangen und habe mich von ihm über 4 Jahre ausbilden lassen. Ja? Und ja, nur wie gesagt, heute ist das nicht mehr so einfach, weil es einfach auch zu viele gibt. Und wem vertraust du überhaupt? Mit wem kannst du dich identifizieren? Vielleicht hast du ja in diesem Moment schon deinen Mentor gefunden, ja? Der steht jetzt hier vor dir und spricht mit dir. Aber was ist, wenn du unsicher bist? Nehme ich den oder nehme ich den? Wer passt zu meiner Persönlichkeit besser und wer kann mir den Weg wirklich zeigen, so wie er ist und mir nicht irgendwelche leere Versprechen machen? Ja, das sind alles Fragen, die du dir beantworten solltest. Doch warte ab, bis ich dir jetzt noch die 12 Fehler vorstelle. Da wird deine Entscheidung vielleicht deutlich leichter fallen. Und hier sind die 12 Fehler beim Traden, die du unbedingt vermeiden solltest. Und ich lese dir einfach vor, ja, und dann gehe ich auf jedem einzelnen kurz ein und vor allem, wie du auch diese Fehler vermeiden kannst, ja, denn das ist wichtig. Ich werde dir die Lösung am Ende dieses Videos vorstellen, ja. Also erster Fehler, zu viel wollen. Zweiter Fehler, kleines Konto traden. Dritter Fehler, den falschen Broker aussuchen. Vierter Fehler, mehrere Mentoren haben wir schon angesprochen. Fünfter Fehler, ungeduldig sein.
Sechster Fehler, zu viel traden. Siebter, zu wenig traden. Ja? Achter, Ärger mit der Familie wegen dem Traden. Das falsche Handelsinstrument ist Nummer 9. Nummer 10 ist vom Bett zum Trading Desk. Geht fast immer schief, kann ich dir aus Erfahrung sagen. 11. Fehler ist, ohne einen Tradingplan zu traden. Und 12. und eigentlich der allerschlimmste Fehler ist, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und wirklich erfolgreicher Profi-Trader sein willst, ist der größte Fehler, aufzugeben irgendwo unterwegs. Es gibt kein Aufgeben. Ich meine das ernst. Ja? Jetzt machen wir kein Spaß hier, keine Schlange, kein gar nichts. Es gibt kein Aufgeben. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann heißt es, tu es. Ja? Einfach hin und machen. Ja? Einfach so viel daran arbeiten, bis es nicht mehr weitergeht, bis du es eben schaffst. Arnold Schwarzenegger hat mal in einem Video gesagt über seine Erfolgsregeln: Dreh jeden Stein um. Erst wenn du alles versucht hast und wenn nichts geklappt hat, sogar da suchst du einfach weiter, bis du wirklich alles umgedreht hast, bis du wirklich alles versucht hast. Und wenn wir uns mal überlegen, immer wenn wir irgendwas aufgegeben haben, haben wir da wirklich alles versucht? Höchstwahrscheinlich nicht. Du nicht und ich auch nicht. Ja? Egal in welchem anderen Bereich es ist, ja, und all diese Fehler, ja, ob es das zu viel wollen ist, ja, wenn du einfach erstmal in die Börse gehst und mit ein paar tausend Euro Millionär werden willst, das ist ein typisches Beispiel für zu viel wollen. Kleines Konto traden ist eben 1000, 2000 Euro, das ist ein kleines Konto, man kann damit anfangen, ja, man kann sich damit super ausbilden, man kann vom Markt lernen, aber damit erfolgreich zu werden oder davon leben zu können, das geht nicht. Das musst du eben nebenberuflich aufbauen. Den falschen Broker aussuchen. Es gibt viele schwarze Schafe unter den Brokern, die nur daran interessiert sind, dein Geld zu haben. Auch das werde ich dir ein bisschen ausführlicher erklären. Dann natürlich von mehreren Mentoren zu lernen, ist einer der größten Fehler überhaupt, die du machen kannst. Warum? Weil jeder Mentor seinen Weg gefunden hat, wie er erfolgreich wird. Entscheide dich bitte für einen. Sonst kopierst du von dem ein bisschen was, von dem ein bisschen was. Und die Sachen von den verschiedenen Mentoren, die werden nicht zusammenpassen. Das heißt, du wirst am Ende gar nichts haben. Du wirst einfach einen Haufen Schrott haben und versuchen, mit diesem Schrott Geld zu verdienen. Es wird nicht funktionieren. Also entscheide dich bitte für einen Mentor. Und ich kann dir eins versprechen. Wenn du schon einen guten Mentor hast, wenn du dir einen guten Mentor ausgesucht hast, dann kannst du sicher sein, wenn du überlegst, diesen Mentor zu wechseln, dass es nicht am Mentor liegt, dass du keinen Erfolg hast, sondern an dir selbst. Nur, du versuchst eben, den Mentor zu wechseln, um diesen Fehler nicht zugeben zu können. Auch ich habe so gedacht. Ja, glaub mir, auch ich habe vielleicht gedacht, okay, der Giovanni hilft mir vielleicht besser wie Birger, denn bei mir hat es wirklich 4 Jahre mit intensiven Schulungen und alles gekostet, bis ich wirklich erfolgreich wurde. Aber es lag nicht am Mentor, es lag an mir. Ja, und es lag an meiner Vorgehensweise. Und wenn du das erfahren hast, dann brauchst du nicht mehrere Mentoren. Dann brauchst du einer, der es geschafft hat, der weiß, wie es geht und der bringt dich dann auch dahin. Ja? Und ungeduldig sein. Sei bitte geduldig. Sei bitte geduldig. Es ist wie mit allem im Leben. Du brauchst Zeit. Du brauchst Zeit. Du brauchst nicht der nächste Fehler, der kommt eigentlich vom ungeduldig sein. Zu viel zu traden, zu viel zu machen. Das heißt, du bist auch zu viel und zu schnell. Ja? Und diese Ungeduld, das kann man wirklich komplett eliminieren. Man kann geduldig sein an der Börse. Warum? Kann ich dir das so sicher sagen? Weil ich selber auch sehr ungeduldig war und jetzt sehr, sehr, sehr geduldig bin. Ja? Also sei bitte geduldig. Wie das geht, das erkläre ich dir später im Video. Dann haben wir zu wenig Traden. Das Problem haben meistens die Frauen, dass sie einfach ein bisschen zu ängstlich sind. Sie verlieren dann aber auch kein Geld. Ja? Also sie verlieren sehr wenig Geld, weil sie sehr, sehr vorsichtig sind. Aber wenn alles da ist, dann muss man auch schaffen, reinzugehen, denn sonst verdient man auch kein Geld. Ja? Das ist leider ein großes Problem. Und auch dafür gibt es bestimmte Lösungen. Ja? Ärger mit der Familie. Bitte versuche es, deine Familie zu erklären, dass Daytrading oder Trading insgesamt etwas Gutes ist. Ja? Was machen Trader überhaupt? Ja, vielleicht kennst du das, ach, Trader, die sind unten durch, die machen ja gar nichts, die ergaunern sich nur die Kohle und bla bla bla, alles Bullshit und alles Mist. Du brauchst darauf nicht zu hören. Ja? Trader sind das Wichtigste für die Weltwirtschaft überhaupt. Sie schaffen die Liquidität an der Märkte. Wenn die Trader diese Liquidität nicht schaffen würden, würden die Banken, würden die Regierungen viel
größere Spielchen spielen und den Volk ausbeuten. Warum? Weil die Bank dann alles in der eigenen Hand hat. Sie hat ja keine Gegenseite sozusagen. Ja? Und so sind die Privaten eben da. Und die Privaten sind groß, das ist die Masse. Ja? Und ja, was ist passiert? Manche Banken haben auch mal 5 Milliarden verloren. Ja? Das passiert. Wenn uns nicht geben würde, würden die Banken niemals so viel Verlust machen. Ja? Und weil die werden einfach alles in ihre eigene Richtung steuern können, wenn die Liquidität nicht da ist. Die haben die Kohle, die werden also die Fäden ziehen. Gut, so viel zu der Liquidität. Also bitte nicht auf die Neinsager hören. Wenn jemand komplett gegen deine Trading-Karriere ist, dann sprich einfach mit ihm nicht mehr darüber, aber befolge weiterhin deinen Traum. Ja, das ist eben das Wichtigste, deinen eigenen Traum nicht aufzugeben, sondern weiterhin zu befolgen. Und sei dir bewusst, dass Trader extrem, extrem wichtig sind für die Weltwirtschaft, definitiv. Gut, das falsche Handelsinstrument, auch da kannst du sehr, sehr viel falsch machen. Warum? Auch ich habe am Anfang da den Fehler gemacht, ich habe Aktien getradet. Mit Aktien bist du von einer einzigen Firma, von einem Unternehmen, bist du abhängig. Im Future-Bereich ist es anders. Im Moment handle ich Futures, beziehungsweise ziemlich schnell nach den Aktien habe ich mit Futures angefangen. Und das ist für mich das perfekte Produkt, weil da, wenn du zum Beispiel den DAX handelst, sicher kann da auch ein Unternehmen von den 30 im DAX pleite gehen. Das wird sich auch im DAX bemerkbar machen, aber der DAX wird dann nicht auf Null fallen. Ja, und das kann aber sein, wenn du in einem Unternehmen bist, egal wie groß es ist, das geht pleite und dein komplettes Geld ist weg. Ja, also auch da sehr viele unberechenbare Risiken. Schau einfach, welches Instrument für dich das Richtige ist. Ja, auch da werde ich dir später mehr dazu sagen. Das falsche Handelsinstrument, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. So, vom Bett zu Trading Desk, ja, von zu Hause aus zu traden, denkt man sich, okay, man hat viele Vorteile, man braucht keine Miete zahlen und hat einfach die Vorteile, dass man zu Hause sein Internet hat und alles, dann kann man sich auch mal ein Frühstück machen, aber nein, also wenn es nicht weitergeht für den Anfang, super, aber das hat auch viele Nachteile, das heißt, versuche bitte am Bildschirm zu sitzen, nicht in Pyjama, nicht vom Bett zum Bildschirm, sondern wirklich mal vielleicht erstmal kurz rauszugehen, dann wieder rein zu gehen, dieses Gefühl zu haben, dass du zur Arbeit fährst, weil das ist wichtig. Sonst siehst du das Ganze zu lasch und gehst zu leichtsinnig mit der Börse um und das ist wirklich, wirklich tödlich. Und zum elften Fehler, eben ohne den Trading-Plan zu traden, jeder braucht einen Plan. Ob du ein Business aufbaust, ob du deine Trading-Karriere aufbaust, dein Trading-Plan muss sitzen. Du musst wissen, welche Uhrzeiten handelst du, wie du dir ein Trading-Konto erarbeitest, wie schaffst du das nebenberuflich aufzubauen, weil das ist nochmal extrem wichtig, das Ganze nebenberuflich aufzubauen. Wie machst du das Ganze und vor allem, wie schaffst du dir so eine Motivation aufzubauen, dass du nie ans Aufgeben denkst, dass du immer wieder geradeaus schaust und deine Ziele anvisierst und weißt, okay, ich will es und ich schaffe es. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der 12. Punkt. Und für alle diese 12 Punkte habe ich die Lösung für dich. Und die Lösung heißt mein 7-teiliges kostenloses Online-Seminar. Ja, das sind 7 Videolektionen, die du jeden Tag zugeschickt bekommst per E-Mail. Und ja, da wirst du all diese Fehler da drin wiederfinden und natürlich auch die Lösung, wie du diese Fehler kontinuierlich vermeidest, wie du deine Trading-Karriere aufbaust. Das ist sozusagen der Start, ja. Der Start, da wird deine Motivation nochmal komplett umgekrempelt. Da werde ich dir beibringen, wie du dich motivieren kannst. Deinen Trading-Plan werden wir gemeinsam erstellen. Ich werde dir ganz genau die Unterschiede zwischen CFDs, binäre Optionen, Forex, das alles, Futures, Aktien, werde ich dir alles vorstellen, sodass du sagst, ah, okay, das wäre das Richtige für mich und nicht einfach nur irgendwas anfängst und nicht weißt, ist das überhaupt gut oder schlecht. Ich stelle es dir wirklich so vor, wie es ist. Also ich packe wirklich die Wahrheit auf den Tisch. Also sei mir bitte nicht böse, wenn ich ab und zu einfach zu direkt bin, denn das ist mir wichtig. Ich möchte dir keine Märchen oder keine Geschichten erzählen. Ich möchte dir die Börse so vorstellen, wie sie auch ist. Wenn du danach immer noch entscheidest, dass die Börse vielleicht nichts für dich ist, dann ist es super. Dann hat dieses kostenlose Online-Seminar auch das für dich gemacht, was das Ziel ist, nämlich um herauszufinden, ob überhaupt Börse was für dich ist. Und wenn es was für dich ist, dann heißt es geradeaus und tun. Und wenn es nichts für dich ist, dann heißt es, okay,
kostenlosen Seminar gemacht, zur Seite gepackt, aber du verlierst diesen ersten bösen Verlust, den wirst du gar nicht kennenlernen. Also wenn du merkst, okay, das ist nichts für mich, so wie mir der Coco das vorgestellt hat, dann lass es. Aber wenn du merkst, das ist genau das, was ich will, das ist mein Leben, dann bleib dran und dann wird dich dieser Kurs auf jeden Fall sehr viel weiterbringen, ja. Dann werden wir gemeinsam natürlich noch eine Demo-Software installieren, damit du das Wissen auch ausprobieren kannst. Da werden wir auch auf die mentale Stärke eingehen, was du alles für die Börse brauchst. Und mit der letzten Lektion werde ich dir eine einzige Trading-Regel vorstellen, die alleine für 25% mehr Performance sorgen wird. Ja? Und das alles bekommst du in diesem Kurs. Wie gesagt, jeden Tag bekommst du eine E-Mail zugeschickt mit einer Lektion, 7 Tage lang. Kostet normalerweise 198 €. Das war der Preis, den ich am Anfang haben wollte für diesen Kurs, weil da wirklich extrem viel Wissen drin ist. Wissen, was mich über die Jahre weitergebracht hat, was mich über die Jahre unterstützt hat, was ich mir über die Jahre angeeignet habe, am eigenen Leib. Aber nein, ich möchte dir wirklich die Möglichkeit geben, dir ein Bild von der Börse zu machen, ein ehrliches Bild, und dann selber die Entscheidung zu treffen, ob du da dran bleibst oder ob du dich für einen anderen Nebenverdienst entscheidest. Ja, denn es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Es muss ja nicht immer nur die Börse sein. Es kann ja auch was komplett anderes sein. Und jetzt möchte ich noch auf eine Frage eingehen. Viele fragen mich, Coco, wie schaffst du es überhaupt zu traden? Wie kannst du überhaupt bei den ganzen Videos traden und machen und tun? Ja, das geht ganz einfach. Die Videos, die drehe ich einmal. Aber selbst wo ich sie drehe, habe ich immer noch die Möglichkeit, wenn ich das zumache, auf die Charts zu schauen. Und beim vorigen Video, was ich gedreht habe, da hatte ich sogar auch einen Trade offen gehabt und der lief einfach. Wenn du die Strategien hast, wenn du diesen Rahmen hast, wenn du deine Regelwerke hast und wenn du alles hast und wenn alles für dich klar ist, dann ist Börse wirklich einfach, dann kannst du wirklich einfach blind deine Regeln einsetzen, deine Strategien handeln und du verdienst auf Dauer Geld. Warum? Ja, weil du dir das ausgearbeitet hast, weil du da mit dem Vorteil bist, weil du dir da einen Vorteil ausgesucht hast und mit diesem Vorteil tradest. Und da brauchst du nicht mehr viel Zeit, da wirst du nämlich unglaublich viel Freizeit haben, um vielleicht dein Wissen zu teilen oder nebenberuflich was zu machen. Wie gesagt, es ist wichtig. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Trading alleine nur als Trading gar nicht funktioniert, weil dir Trading sehr viele wichtige persönliche Eigenschaften nicht gibt, die du aber als Mensch brauchst. Ja, Trading ist kühl, Trading ist unmenschlich. Ja, da musst du emotional am Minimum sein. Diese Eigenschaften, die du dann brauchst, diese Anerkennung, die kannst du dir holen, wie ich sie mir jetzt in diesem Moment hole, dass du dir dieses Video anschaust und von mir lernen möchtest. Das ist zum Beispiel meine persönliche Anerkennung. Und du kannst das natürlich in deinem anderen Beruf machen, wenn du da geschätzt und anerkannt wirst und wenn du da auch gefordert wirst und wenn du da die Herausforderung immer noch siehst, dann kannst du da natürlich auch dir diese Anerkennung machen. Es ist natürlich blöd, wenn du in deinem Hauptberuf die ganze Zeit runtergedrückt wirst und du an der Börse was schaffen willst, das ist nicht optimal. Das heißt, da müssen wir auch daran arbeiten, dass sich im Beruf was ändert, aber das kommt viel, viel später. Erstmal mache dir bitte ein Bild von der Börse und triff deine eigene Entscheidung, ob Börse was für dich ist oder nicht. Und das geht ganz einfach. Einfach deine E-Mail-Adresse hier eintragen, rechts neben diesem Video, und dann wirst du jeden Tag eine Videolektion bekommen, die dich voranbringen wird und die deine Entscheidung erleichtern wird, wie es für dich weitergehen kann und vor allem auch, womit du rechnen kannst, wenn du es geschafft hast. Ja? Und ganz wichtig, nebenberuflich, also bitte morgen nicht kündigen, sondern bau das Ganze nebenberuflich, schau dir das Ganze an, und ich freue mich, dich dabei zu haben, dich an Bord zu haben. Ich freue mich, mit dir weitere Höhen zu erreichen. Ich wünsche dir alles Gute, ganz viel Erfolg und hoffentlich bis bald. Ciao.